Moin moin und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Prison Architect. Wir sind wieder zurück am Start in unserem Gefängnis hier. Und nochmal vielen lieben Dank da von vornherein für die ganzen lieben Kommentare und so. Da habe ich wieder einiges an Tipps bekommen. Und ich würde sagen, da können wir doch auch schon mal die Sachen, die ich jetzt noch gerade im Kopf habe, auch direkt versuchen umzusetzen. Erstmal entpausieren wir, ne? Wo haben wir gerade noch großartig Bauaufträge? Also die Toiletten sind wir noch am Platzieren, ne? Die sind noch nicht ganz fertig. Lassen wir die Arbeiter das erstmal machen. Was steht da? Also die Kamera wieder. Genau, und zwar ist das jetzt recht aktuell, die Aufnahme. Sprich, ich habe dann auch jetzt noch die Kommentare der letzten Folge gesehen und da auch nochmal vielen lieben Dank. Da wurde da einmal das Tablettproblem einmal angesprochen. Da nochmal danke dafür. Und zwar müssen Küchen angeschlossen sein an Kantinen und an hier an den Personalraum, damit sie hier auch das sauber machen. Gut, wie ihr seht, ist das natürlich nicht der Fall. Hier können wir theoretisch die miteinander verbinden und ich glaube, das machen wir jetzt auch mal. So, wir haben hier die Toiletten. Ja, das ist natürlich jetzt alles ein Unfortunate. Wir können natürlich sagen, wir machen so. Warte. So. Machen erstmal so. Genau, und dann machen wir die Toilette wieder weg. Einmal abreißen. Und dann machen wir so eine kleine Verbindung. Und wenn dann die Tabletts hier sauber gemacht werden, ist ja alles tutti frutti. So, und genau, hier bei den Kantinen ist ja momentan nicht das Problem unbedingt, dass hier viele dreckige Tabletts am Start sind. Das heißt, da bin ich jetzt erstmal beruhigt noch. Sehr gut. Und ich habe ja jetzt in der letzten Folge schon mal angekündigt, wir werden jetzt zur rechten Seite rübergehen und einen Trakt für die Höchstsicherheitsleute machen in so einem großen Schlafsaal. Hier unten sehe ich gerade, fehlt noch ein Raum. Unterrichtsraum haben wir fertiggestellt. Ich glaube, da haben wir gar nicht mit dem Programm angefangen, ne? Lass mal schauen. Ich glaube, das haben wir noch nicht angefangen. 143 interessiert. Ah, geht da nicht mehr, ne? Okay. So, hier. Grundlagenbildung. Mittlerweile 135 interessiert. Das ist echt wahnsinnig viel. Das ist aber gut. Dann gehen wir schon mal auf Start. Wo ist das jetzt hin? Da. Start. Ah, geht? Warum geht denn nicht? Aber wo ist denn das? Wie ging das noch gleich? Ne, das Verhaltenstherapie. Ach, ich habe jetzt anhalten gedrückt. Ja, never mind. Komm mal her. Außerplanmäßig kann meinetwegen weg. Kein Problem. Oder was brauche ich da für diesen Raum? Hier. Blabla, du brauchst hier Schülersitzer. Schultisch im Unterrichtsraum. Das ist eigentlich da. Wahrscheinlich geht das dann echt nur einmal? Warum auch immer. Blumentherapie kümmern wir uns auch drum. Alkoholiker, kann ich das mehr machen? Tatsächlich ja. Und ich glaube, das ist auch nicht unwichtig. Deswegen machen wir mal zwei mehr. So, also Grundlagenbildung kann ich auch nicht mehr vergrößern. Deswegen lassen wir das erstmal so. Aber besser als gar nichts erstmal. Hier. Gut, noch ein Unterrichtsraum weiß ich jetzt nicht, ehrlich gesagt. Deswegen weiß ich gerade nicht, was ich da reinmachen soll. Da finden wir bestimmt noch einen guten Nutzen für. Aber ihr seht schon hier gerade, geht gut los. Ne? Das Kaufhaus ist an sich fertig sonst. So, vielleicht mal schneller machen hier, weil sonst brauchen die ja Ewigkeiten. Die Wand kann übrigens ja auch schon mal weg. Und wie sieht es generell hier schon mal aus mit den ganzen Türen und so, die ich hier platziert hatte? Genau, die sind alle da. Da fehlt einmal Beton, das geht ja gar nicht. Ah, okay. War noch nicht fertig oder war noch nicht im Plan. Hier ist zu. Dann können wir jetzt nämlich Folgendes machen. Nur für Personal. Damit die gar nicht erst auf die Idee kommen, dahin zu gehen. Guck mal, kann man das nämlich machen? Na natürlich, wenn Aufstand ist oder sowas, da gehen die da auch hin, natürlich. Aber so von sich aus sonst nicht. Da können wir das vielleicht versuchen, ein bisschen zu regulieren. Sorry. Da ist mir viel unterlaufen. So. Aber warum ist das hier noch nicht zu? Hier sind Wände, ja. Na, hier, guck mal. Geh mal kurz her, die Ziegelwand. Wir sind ja gerade da unten unterwegs. Nicht mehr lange, meine Friends. Gleich geht es da für euch nämlich nicht mehr weiter. So, dann einmal hier rum. Das ist ungünstig. Warte mal. Holt ihn euch!
Nee, Alter, sag mir nicht. Komm, wir stellen nochmal ein paar ein und hoffen, dass irgendein kompetenter der Wache dabei ist. Dankeschön. Ah, hier, war hier offen. Leute! Ah, er ist entlassen. Oh, Leute. Ich direkt Panik hier, ey. Alles gut, alles gut. So, zwei Todesfälle. Ja, komm, gucken wir mal kurz. Ah, eine Wache wieder, natürlich. Ach, komm schon. Will wieder jemand fliehen. Irgendwo ist hier gerade ein... Wo rechnen die denn gerade aus? Hier vielleicht, ne? Reißen. Nein, wenn ich das jetzt abreiße, dann kommen die da easy durch jetzt gerade, weil der so schnell wieder zaunig geht. Aber das muss ich über Nacht machen. Wobei auch da dann die Gefahr ist, dass das nicht rechtzeitig gemacht wird, ne? Ah, dann müssen wir erstmal so lassen. Wir müssen das ja unbedingt halt einfach fertigstellen. So, wo ist der Kollege? Haben wir den schon? I guess. Ausbrüche. Ja, never mind. Na, verdammt. Ja, das lief auf jeden Fall nicht wie geplant. Das ist ja schön. Wir hatten lange keinen Ausbruch mehr, muss ich sagen. Aber gut, wir müssen natürlich auch unsere schlechte Reputation auch einfach hier, ne, weiter fortführen. Nein, Spaß. Wir gucken natürlich, dass das jetzt auch nie wieder passiert. Aber das war jetzt ungünstig einfach. Dann hier nochmal bitte auch dann Gehweg machen. Aufstand. Das hat ja nicht lange gedauert. Neun Häftlinge ist noch in Ordnung. Das ist doch noch durchaus handelbar von unseren Wachen. Ja, 8-7, das ist gut. Wie sieht es eigentlich mittlerweile hier aus? Da. Nee, doch, da. Oh, wurde schon direkt gebaut. Sehr gut. Wurde schon sauber gemacht? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Okay, kurzfristig werden wir jetzt Folgendes machen. Ich hoffe, die sind schnell genug jetzt. Ja, das hält die wahrscheinlich nicht lange auf, die Wachen, die Häftlinge, was soll ich jetzt gerade machen? So. Gut, wer läuft jetzt hier? Du läufst jetzt den Weg hier, jetzt ist auch irrelevant. Sieht das jetzt hier aus? Werden jetzt die Tablets geholt, oder? Oder habe ich die Verbindung da nicht irgendwie ordentlich gemacht? Weiß ich jetzt gerade nicht. Wieso, da muss sie wirklich Raum an Raum rankleben, weil dann können wir ja den hier machen. Wir schauen mal. Aber der Personalraum ist auch plötzlich gar nicht mehr besucht, ne? Der war die ganze Zeit relativ voll, jetzt ist er leer, so gut wie. Auch interessant. Mal gucken, ob da gleich was passieren wird. Beobachten wir mal. Immer noch 8... Okay, werden wieder mehr. Komm, weißt du was, wir haben eine Einsatztruppe hier. Ja, komm. Da ist einer mit dem Messer in der Küche. Boah, Alter, das Arbeitsumfeld ist hier echt dramatisch. Könnt ihr da schon rein? Ne, könnt ihr nicht, ne? So, der will ausbrechen da. Rinder. So, ist down. Rein da. Gehen wir meinetwegen Trakt von Trakt durch. Das ist mir gar kein Dorn im Auge. Wir machen das hier gerne Step by Step. So, rein da. Noch geht es denn auch relativ gut. Das sind zwei Stück diesmal. Ja, nee, nicht gut. Das ist nicht gut. Die ersten zwei sind schon direkt tot, ey. Oh, jo. Damit vier Stück. Mal gucken, wie viel ich damit noch reißen kann. Also Autospeicherung. Ich wollte gerade sagen, was ist denn da jetzt verkehrt? Ist down. Sehr gut. Hier ist auch ruhig. Hier sind wahnsinnig viele Sachen kaputt. Ja, aber da haben wir immer so viel zu tun, das ist echt krass. Gut, wir gehen erstmal hier hin. So, und was ist jetzt hier drin? Kann ich da nicht irgendein, hier. Wenn ich zwei Krankenpfleger vor die Tür schicken, reicht das vielleicht durchaus aus? Da ist er doch. So. Und dann rein hier, bitte. Da unten ist er.
Der hält aber auch aus, ey. Uiuiui. Sehr gut. Sieht dann erstmal ruhig aus. Wie viel hier schon wieder kaputt ist einfach, ey. Unglaublich. Personaltür ist auch noch nicht da. Ja, wie gesagt, wir beginnen jetzt auch hier unter die untere Mauer endlich mal zu schließen. Damit wir dann eine schöne Runde hier haben. So, wieder Hofzeit. Generell können wir nochmal schauen, ist gerade irgendein Häftlingsboss bestraft? Natürlich. Ah, die stellen ja auch immer hier Stress an, nicht? Wo ist denn der Kollege? Der ist, glaube ich, der sieht relativ ohne Bestrafung aus. Der ist es nicht. Ohne Spaß. Oh, da muss ich jetzt echt gut gucken gerade. Hier, du. Du müsst jetzt hier rum sein, ne? 51 Bandenmitglieder sind wütend, aber das ist doch frei. Oder gibt es da wieder einen neuen jetzt? Ach Leute, das war gar nicht so ein schlimmer. Na gut, nevermind. Das war so ein Stufe 2 Typ. Das ist natürlich nicht der richtige gewesen. Wie ist hier? Ach guck mal, da ist er doch. Bestrafung beenden. Ist er doch jetzt oder nicht? Auch wieder verguckt. Sag mal, was ist denn da los jetzt gerade bei meinem Auge, Alter? Habe ich nicht richtig geschaut. So, da ist auf jeden Fall jetzt einer. Bestrafung beenden. Dann war das jetzt aber hundertprozentig der. Ja. So. Oh man, ey. Hier sind wir noch gut gefüllt. Hier ist gut gefüllt. Oh, auch halt ein Tablettproblem. Wie ist das jetzt hier? Alter, wie gesagt, die Verbindung... Alter, was ist denn hier los, Alter? Uiuiui. Okay, weißt du was? Wir reißen nochmal das hier ab, weil anscheinend ist hier echt hoher Durchfluss an Menschen. Ding, komm, weg mal damit. Dann ist da mehr Platz. Und durchlaufen. Anscheinend ist das ja vonnöten. So. Genau, dann noch die Wand. Ich danke euch. Nein, ich will keine Probleme haben. Bürgermeister Calvin Heller. Judentag der Herr. Aufgrund eines Unfalls in einem Gefängnis in der Umgebung ist dort ein ganzer Trakt unnutzbar geworden. Unsere Möglichkeit ist, die von Häftlinge von dort in ihr Gefängnis zu überführen, da sich ansonsten keine passende Einrichtung in der Nähe befindet. Sie werden in Kürze eintreffen. Also das Ding ist, wir haben Zellen frei. So ist es nicht anscheinend. Oh nö. Was ist hier schon wieder? Das ist doch gerade ärgerlich. Vor allen Dingen, weil unsere Wachen, ich sag so wie es ist, unfähig sind irgendwie. Den haben sie jetzt bekommen. Ist jetzt eigentlich mal hier zu? Nee, auch noch nicht ganz. Leute, macht doch mal hier euren Job irgendwie. Ich weiß, ihr habt gerade wieder viele Bauaufträge. I know. Aber wichtig ist, dass wir da mal zu machen. Damit die Häftlinge da auch, weiß ich nicht, nicht mehr so einfach da hinten hinlaufen, weißt du, in die Gebiete, die hier nur fürs Personal sind. Das geht gar nicht, ne? Ne, ne, das ist, noch ist halt komplett als draußen wahrscheinlich deklariert. Ich nur für Personal. Hier ist alles dicht. Hier unten ist halt auf, ne? Genau. Und dann haben sie halt die Möglichkeit durchzulaufen, wenn sie denn möchten. Weil hier müssen wir noch zumachen mit irgendwelchen Gebäuden. Ich würde, glaube ich, nochmal einen Besucherraum bauen. Ist wahrscheinlich das Beste. Würde ich den tatsächlich einfach kopieren. Und weißt du was, das machen wir jetzt schon mal. Ich weiß, wir wollten schon nur zur rechten Seite noch rüber und das machen wir auch noch. Aber gerade ist alles ziemlich akut, möchte ich meinen. So, haben wir einen Abstand gelassen. Machen wir meinetwegen wieder so. Und dann machen wir hier erstmal so. Zack. Ja, komplett einfach freigelassen, ne? Habe ich schon aus den Augen verloren? Läuft bei mir. Hallo? Ja, blöd, ich finde den Besucherraum nicht mehr. Ach, da. Stimmt, da habe ich der Versorgung davor gebaut. Ah. Na gut, wird jetzt hier nicht der Fall sein, weil ich glaube, wir haben noch genug, ne? In der Nähe. Wir schauen nochmal wegen dem Strom. Ja. Ja, wobei, wenn hier noch unten ein paar Räume hinkommen, dann darf ich das definitiv doch eigentlich.
Bauen wir dann stattdessen, würde ich sagen, hier nochmal ein kleines Bäumchen hin einfach. Haben aber auch nochmal einen Grund, dann hier weiter nach unten auszubauen, damit hier mal langsam zu ist. Genau, und dann würde ich hier vielleicht dann sogar auch die Heli-Landeplätze jetzt machen. Weißt du was, die planen wir jetzt auch schon mal ein. Dann geben wir denen jetzt mal kurz ein bisschen mehr zu tun wieder den Leuten. Tut mir auch so ein bisschen leid, muss ich sagen, aber was willst du machen, ne? Manchmal kommen dann die Bauaufträge doch einfach dann wie geballert. So, Exporte konntest du, glaube ich, auch, also ich glaube, du konntest auch exportieren in Helikopter, war das nicht so? Weil dann würde ich da nochmal einen Raum hinmachen. Oder schon mal planen. So, 7 mal, ja gut, ist eigentlich egal, wie groß der ist. So, warte, hier runter willst du und dann hier zack. Machen wir einmal Exporte rein, würde ich sagen. Genau. Dann machen wir hier mal zu. Das können wir auch schon mal tatsächlich jetzt schon mal planen hier unten. Wir meinen wir auch erstmal Zaun, ne? Zack. Wobei, wenn da Helikopterlandeplätze sind, aber gut, wenn ich das von mehreren. Wenn ich sag so, hier mache ich dann nochmal einen Zaun. Dass wir das ein bisschen doppelt, ich sag mal, einzäunen dann, damit die dann nicht so leicht zum Heliport kommen. Zauntor. Genau, damit du dann da rauskommst. Immer schön, wie schnell das immer gebaut wird. I like. Hier. Landeplatz ist ja auch ein Gebäude, was relativ groß ist. Genau, wir kriegen das auch hier sogar symmetrisch rein. Das freut mich aber richtig. Sehr schön. Und hier. Warum geht es da nicht? Achso, weil da gerade jemand durchgelaufen ist, I guess. So würde ich sagen, machen wir das. Ja, doch, doch, doch. Das machen wir so, denke ich. So, dann mal hier so umrunden. Einmal von Gehweg aber nur. Und direkt hier so machen. Aus Sicherheitsgründen kommt auch hier nochmal ein Türmchen hin. Habe ich immer so in die Kante gesetzt, ne? Oder jetzt mal dann kein Helö zu machen. Und hier drin mal einen anderen Boden nehmen. Diese vielleicht, oder? Geschwindigkeit langsam. Ist dann auch irgendwie so nicht so zielführend, ne? Was ist normal? Aufbereitetes Gummi. Aus wiederverwerteten alten Materialien. Weiß ich nicht. Das nee, auch nicht. Kiesel. Oder wir machen Straße, weil das ist halt dann wenigstens Geschwindigkeit normal. Weil wenn da Anlieferungen kommen, Alter, und die brauchen Ewigkeiten, ist ja auch irgendwie nicht gerade gut durchdacht. Möchte man meinen. So, dann stellen wir draußen auch nochmal ein paar Lichter hin. Das kann man ja so machen. Wenn man diese Dinger hier setzt. Hallo? So. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Warte mal, nee, dann machen wir es anders. Gib mir mal hier bitte einen Zaun. Dann machen wir nämlich hier zu. Setzen dann den Kollegen, weil der ist ja eh schon gekauft. Und hier hin einfach, drauf hier ballert. Und hier machen wir dann auch nochmal Türen. Gut, dann machen wir nochmal eine große Gefängnistür hier hin, würde ich sagen. Ei. Zauntor sieht schon stimmiger aus, wa? Nur ein Zauntor. So. Und hier sieht man ja auch schon bereits, dass ich hier schon am Plan bin gegen Ende hier des Traktes. Machen wir dann so. Können wir auch schon mal direkt mal bauen. Wenn wir eh schon in der Ecke sind, dann können wir da jetzt auch mal dann hier volle Kanne machen. Zack. Ja, guck mal, selbst hier ist die Geschwindigkeit ja so wahnsinnig niedrig. Und dann hier zumachen. Weil ich glaube, sonst gibt es eh keinen Grund mehr draußen zu arbeiten. Erstmal auf jeden Fall dann. Sehr schön. Finde ich gut, dass wir da mal so langsam hier noch einen Plan haben. So. Geht das jetzt hier mit den Tabletts eigentlich? Immer noch nicht, ne? Habe ich da irgendwas immer noch nicht irgendwie verstanden? Dann lass mich doch mal die Keramikfliesen da setzen. Wo ist das Problem? Ja, also vielleicht habe ich da auch irgendwas gerade nicht ganz gerafft. Das ist ja durchaus möglich. Verbindung ist da. Und wir haben auch die Spülen oder müssen noch näher ran, glaube ich nicht. Ja, wir beobachten das erstmal noch weiterhin. Ah.
Und Sachen. Wir haben eigentlich auch wieder Zeit für eine Razzia eigentlich, ne? Wir haben lange keine mehr gemacht. Ich glaube mal, wir machen das folgendermaßen. In einer Stunde, wenn die dann schlafen gehen, wird aber ordentlich hier eine Razzia gemacht. Ich sag es euch. Da kenne ich gar nichts. So. Aber jetzt brauchen wir den doch nochmal ein bisschen anders. Gefällt mir noch nicht ganz hier. Machen wir dann so. Und jetzt aber. Sorry, jetzt haben wir es. Sehr gut. Doppelte Wand ist halt auch schon hier entstanden. Das freut mir. Und hier ging das jetzt aber auch relativ schnell, die untere Mauer. Das freut mich auch ziemlich. Perfekt. Jetzt ist wenigstens noch eine weitere Tür dazugekommen. Aus Sicherheitsgründen, versteht sich. Freut mich. Sehr schön. So, wie sieht das jetzt hier drin aus? Kann ich da jetzt auch nochmal... Ah, ne, kann ich nicht, ne? Ein Einsatz nur für Personal, weil hier natürlich offen ist. Aber ich kann... das würde ich auch nochmal ab... wobei, hier ist Besucherraum. Besucherraum muss ja zugänglich sein. Da geht ja gar nicht anders. Dann machen wir so. Und so. Können wir da wieder abgrenzen, weil, wie gesagt, nach rechts müssen die auch hin ins Kaufhaus und so. Und die ganze Straße werden wir auf jeden Fall freilassen. Das müssen wir freilassen. Weil sonst kommen die hier gar nicht zu den Besucherräumen, etc. Möchte ich da gar nicht erst irgendwie weiter einschränken, weil sonst werden die Laufwege einfach noch größer und das muss nicht sein. Aber nur, dass wir halt den äußeren Ring auf jeden Fall schon mal auf jeden Fall etwas reguliert haben. Gut, wie gesagt, hier kommen sie natürlich rum, wenn sie möchten, aber halt auch nur diese kleine Ecke, weißt du? Hier den größeren Teil, da dürfen sie normalerweise gar nicht mehr hin. So, die, wir haben auch ja in der letzten Folge auch schon mal die ersten Patrouillen wieder losgeschickt. Genau, ihr seht gerade hier immer zwei Stück an jedem Ende ein. Aber ich sehe gerade irgendwie, die sind nicht alle besetzt, ne? Ah. Was soll das denn? Wer könnte die einmal bis hier führen lassen? So, dann einfach nur für meinen inneren Monk einfach. Machen wir die nochmal in den Ecken hier. Einer kommt in die Mitte. Nein, der Ubele. Wollte ich gar nicht. So, jetzt aber. Ansonsten haben wir keine Hunderouten hier, ne? Hundepatrouillen. Nö, das sind die einzigen. Reicht das nicht? Ah, die schlafen gerade alle. Erschöpft. Na gut.